Willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute die Partie Schweden gegen die Slowakei. Ich muss das leider mit Stickern machen oder mit Karten. Ich habe es hier mal mit Stickern gemacht. Will's machen, weil es die Mannschaften, also Slowakei gibt es glaube ich nicht in FIFA. Ich wollte es zocken, aber ich habe die Slowakei nicht gefunden. Falls ich mich irre, tut es mir leid, aber ich mache es hier jetzt mal mit diesen Stickern hier. Der Euro 2020 Tournament Edition. Ja, dann würde ich sagen, wir starten in die erste Halbzeit und los geht's. So, los geht's. Also mein Tipp ist, die Schweden gewinnen mit 2-0, denke ich mal. So, wir haben hier, sieht man das? Ja. Wir haben hier Dänemark. Dann haben wir hier Italien. Wir haben hier Belgien. Dann haben wir Polen mit Rosicki. Dann haben wir noch Nordmazedonien mit Šiškovský. Ja. Also, erstes Tütchen hat mal nichts gebracht. Zweites Tütchen, da bin ich mal gespannt. So. Da wird es auch noch ein Mappen-Update geben, also mal schauen. So, hier haben wir für die Dänen Kasper Schmeichel und Andreas Christensen. Dann haben wir hier Schottland Logo. Dann haben wir hier für Nordmazedonien Elmas und Bardi. Dann haben wir hier für Belgien Thorgan Hazard. Und der letzte Sticker ist hier für Portugal Lopez. Und das war es schon mit der ersten Halbzeit. Kein Tor gefallen. 0-0 zur Halbzeit. Jetzt bin ich mal gespannt hier, ob die zwei Tütchen hier noch irgendwas bringen. Ja, ich bin gespannt. Wir starten direkt in die zweite Halbzeit. So, ich bin gespannt. Ihr könnt ja schon mal die Tipps, eure Tipps in die Kommentare schreiben natürlich. So, aufreißen. So, Sticker. Habe ich jetzt noch nicht so viele geöffnet. Aber kommt noch. Wir haben hier Spanien. Jubelsticker oder wie sich der nennt, da haben wir hier Schottland, dann haben wir hier die Tschechen, muss ich erstmal überlegen, dann haben wir die Türkei mit Ünal, dann haben wir Kroatien mit Vlasic. Und ja, ein Stickertütchen haben wir noch. Wir kommen jetzt zum Ende des Orakels. So, ist hier ein Schwede oder ein Slowake drin? Das ist hier die Frage. So. Jetzt wird es spannend. Wir haben hier einen Russen. Mostofoi. Dann haben wir die Österreicher als Jubelsticker. Dann haben wir Kroatien. Dann haben wir hier die Schweiz mit Chaka. Dann haben wir nochmal Tschechien mit Kremenzic oder wieder ausgesprochen mit. Ja, und das war natürlich ein 0-0 hier jetzt. Ende. Das Orakel sagt, es wäre ein 0-0 hier gegen Schweden gegen Slowakei. Oha, oha, oha. Ich gucke mal, ob ich nicht einen übersehen habe, aber ich glaube nicht. So, hier Tschechien. Ein Schweizer. Kroate. Österreich. Russland. Kroatien. Türkei. Tschechien. Schottland, Spanien, haben wir
Portugal, Belgien, Nordmazedonien, Schottland, Logo, Dänemark, Nordmazedonien, Polen, Belgien, Italien, Dänemark. Ich habe keinen übersehen. Ja. Okay. Also, ich denke, dass die Schweden gewinnen werden. So 1-2-0. Ja, wir werden sehen. Ich würde sagen, haut rein bis heute Mittag, das nächste Orakel. Und ja, auf Wiedersehen.